Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Phoenix Wright Dual Destinies. Wir wollen nun mit Fischs Zeugenaussage beginnen. Der Yokai ist Yingxi. Oh ja, Tenmataro ist wirklich hier dieses kleine Dienstmädchen, ja. Daran gibt's keinen Zweifel. Ich meine, den Tenmataro, den ich gesehen habe, das war nur so ein kleines Ding wie sie. Und dieses kleine Girl hatte so einen ganz großen Stab. Ich habe sie gesehen hier im Foyer. Ich wette, sie hat es von der verbotenen Kammer geklaut, als sie beim Tatort war. Oh mein Gott. Jetzt muss ich aber schauen. Mein Gott, der hat so eine scheiß Sprache drauf. Ich wette, sie wollte mich damit verhauen hier, ich weiß es. Tenmataro war also ziemlich klein. Das war, weil es Miss Yingxi war. Ja, darauf können Sie wetten. Außerdem sind alle im Anwesen viel größer als Sie. Die Höhe zu täuschen ist eine einfache Sache. Aber es wäre schon ziemlich merkwürdig, wenn der Angeklagte sich kürzer machen könnte. Und was ist, wenn der Tenmataro-Verkleider sich auf die Knie sich fortbewegte? Nee, war überhaupt kein Knielaufen. Hab's selbst gesehen. Vielleicht war der Yokai ja tatsächlich Miss Tenma von Anfang an. Okay, schon wieder ein sehr merkwürdiger Satz, oh Gott. Achso, okay, alle Monster sind nichts weiter außer Tricks. Alles, um hier das Gedächtnis zu täuschen. Oder mehr den Gedanken, sowas. Also wollen Sie sagen, sie hat eine Illusion erschaffen, so etwas wie das magische Augendings? Ganz genau. Die menschlichen Sinne sind einfach zu täuschen. Nehmen wir doch mal ein Beispiel an den Typen neben meiner Zelle. Jede Nacht schreit er rum und weint, dass er Geister sieht. Aber in Wahrheit war es nichts weiter als der Hausmeister. Staatsanwalt Blackwell hat die Geister aufgegeben, wortwörtlich. Also das kann man natürlich dann nicht so richtig ins Deutsche übersetzen, solche Wortspielchen, aber egal. Das tödliche Aussehen des Hausmeisters und all dieses Weiße da ist ohne Zweifel daran schuld. Das und die Tatsache, dass er andauernd Selbstgespräche führt, wo er gerne Rache nehmen würde. Das hört sich tatsächlich an wie ein Geist für mich. Die Verteidigung darf nun mit dem Kreuzverhör beginnen. Und bitte nicht zu komplizierte Sätze reindonnern, sonst kann ich die ja nicht übersetzen hier. Also klar. Der Yokai ist Yingxi. Das wollen wir doch mal auseinandernehmen hier. Moment mal! Mr. Filch, Sie und Mr. Lebel haben etwas von einer Übung gestern erzählt.
Verneinen Sie, dass diese sogenannte Übung dazu diente, vor Gericht auszusagen? Nein! Sie haben das alles falsch verstanden! Können Sie dann dem Gericht sagen, was genau das für eine Übung war? Was war es nochmal? Jetzt erinnere ich mich! Mathe! Ja, ihr wisst schon, Nummern und sowas! Auch er steht komplett unter Blackwells Kontrolle. Jedenfalls, dieser Tenmatao, das war das kleine Dienstmädchen. Was macht das für einen Unterschied? Moment mal! Ich nehme an, Sie konnten dann also einen guten Blick darauf werfen, wie groß dieser Tenmataro war? Ja, können Sie darauf wetten. Ich habe da so einen Anteil hier, also Eigenart, dass ich hier die Größe der Menschen sehen kann. Ich kann Ihnen sogar so ein paar Tipps geben, so unter dem Tisch und so. Ich weiß in etwa, wo die Taschen der Leute sind und wie viel Geld sie dabei haben. Das kann ich gut abschätzen, bevor ich sie da stehle. Er hat gerade zugegeben, dass er ein Taschendieb ist. Vor Gericht. Behauptet dieser Zeuge hier, dass Tenmataro den Foyer betreten hat? Ja, absolut. Moment mal. Nun, Sie werden das aber nicht alles abwischen können, nur mit der Behauptung, dass sie klein war. Muss ja ziemlich einen Nerv treffen, ne? Ziemlich sind sie selber nicht so groß. Na, schauen Sie mal, wer da redet, Mister, ich muss auf einer Box stehen, um auszusagen. Jedenfalls, Mr. Filch, korrigieren Sie, wenn ich falsch liege. Aber sagen Sie nicht, dass der Tenmataro, den Sie gesehen haben, einen Stab hatte? Cross my heart, hope to die. Also nach dem Motto, kreuz mein Herz und hoff zu sterben. So was. In der Art, so eine Redensart, wenn man ein Versprechen abgibt. Oder ein Schwur, sowas. Ich weiß es, denn es hat ganze Zeit rumgeklirrt. Und woher, glauben Sie, kommt dieser Stab? Dieser Stab da, Moment mal. Ich nehme an, Sie wollen damit sagen, dass Yingxi Tema die verbotene Kammer betreten hat, um einen rauszuholen. Ja nun, ich habe noch nie so einen Stab im Anwesen gesehen. Also muss es von der verbotenen Kammer kommen. Oh, wirklich? Der Geruch von Nebel ist dick in der Luft heute. Yingxi hat die verbotene Kammer also nach dem Zwischenfall betreten. Dann hat sie den Stab genommen und dann versucht, ihre Tat zu verheimlichen, indem sie sich als Tenmataro ausgab. Ich denke, das ist, was Filch sagen möchte. Konnte Yingxi die verbotene Kammer betreten, selbst wenn sie wollte? Es gibt da eine Sache, über die ich mich wundere. Warum hatte der Yokai überhaupt einen Stab? Nun, ich habe da so meine Vermutungen. Aha.
Ich hab's eigentlich geahnt. Hier zuckt er ja schon wieder. Ganz merkwürdig. Das ist an sich so eine richtig nervöse Eigenart von dem, wo man erkennen kann, welche Aussage problematisch ist. Und jetzt überlegen wir mal. Konnte Yingxi die verbotene Kammer betreten? Ich guck mir nochmal den Schlüssel an. Mal nachdenken. Also, der Bürgermeister hat ja den Schlüssel vom Mörder genommen und ihn runtergeschluckt. Das bedeutet ja an sich, gab es keine Möglichkeit für den Mörder, die Kammer zu betreten. Ob das jetzt aber hier wirklich der richtige Gedankengang ist, das möchte ich ja mal vorher speichern. Man weiß ja nie. Okay, ich würde es einfach mal damit versuchen, weil ansonsten sehe ich keine andere Möglichkeit. Es muss was mit dem Schlüssel zu tun haben. Alles klar, ich probiere es einfach mal. Einspruch! Sieht so aus, als wäre Tenmataro faktisch gesehen nicht das kleine Mädchen. Hä? Woher haben Sie das rausgefunden? Sie behaupten, dass Tenmataro eins dieser Stäbe aus der verbotenen Kammer bei sich hatte. Aber es wäre für Miss Tenma unmöglich gewesen, solch einen zu bekommen. Möchten Sie uns das erläutern, Mr. Justice? Der Bürgermeister hat diesen Schlüssel kurz nach dem Mord verschluckt. Er wollte den Mörder aus der verbotenen Kammer fernhalten. Was ist das? Dieser Schlüssel war tief in dem Magen des Bürgermeisters, als Miss Tenma den Tatort entdeckte. Also sehen Sie, es war unmöglich für sie zur verbotenen Kammer zu kommen. Um es kurz zu sagen, der Tenmataro, der diesen Stab hielt, konnte nicht Yingxi Tenma sein. Was? Aber... Dann... Wer hat dann sich als Tenmataro verkleidet? Unser Tenmataro verkleidet ist niemand anderes als... Und dann natürlich Einspruch. Mann, ihr seid zu schnell hier. Also nichts anderes als der Berater des Bürgermeisters. Der Einspruch, ihr seid einfach viel zu schnell hier im Spiel. Mann! Solche Anschuldigungen brauchen Beweise. Mal abgesehen von seinem schrecklichen Aussehen, haben Sie irgendwelchen Beweis für den Yokai, nach dem ihr euch sehnt? Ja, ich kann es. Nun denn, lass uns mal schauen, was die Verteidigung uns zeigen kann. Mr. Justice, zeigen Sie uns Beweise für die wahre Identität des Tenmataro-Verkleiderers. Gut, dann benutzen wir mal diese schreckliche Handcreme hier. Nimm das! Wir haben diese Handcreme in der verbotenen Kammer gefunden. Und wir wissen, wer auch immer sich als Tenmataro verkleidet hat, muss einen aus der Stäbe dort bekommen haben. Kurz gesagt... Ich denke, wem auch immer diese Handcreme gehört, der ist in Wirklichkeit unser Yokai-Verkleiderer. Aber Mr. Justice... Wie möchten Sie die Identität des Handcremesbesitzers denn bestimmen? Ich bin glücklich, dass Sie das fragen, Euer Ehren. Die Verteidigung möchte einen Fingerabdruckanalyse starten. Es könnte uns verraten, wem es gehört. Interessant. Also möchten Sie die Abdrücke des Yokais drauf finden? Nun gut.
Hiermit lasse ich eine kurze Pause beginnen, um auf die Ergebnisse der Fingerabdruckanalyse zu warten. Das ist unnötig, eure Kahlköpfigkeit. Wir haben alle Abdrücke von jedem im Anwesen an diesem Tag. Sie haben gerufen, den Staatsanwalt Blackwell. Whipped? Was? Okay, ausgepeitscht eigentlich, aber war schwingen, auf Zack bringen, okay. Auf Zack gebracht, sowas in der Art. Kann irgendjemand noch mehr ausgepeitscht, keine Ahnung, auf Zack gebracht werden. Irgendwie sowas. Fulbright, analysieren Sie diese Abdrücke. Sie haben 3 Minuten. Ihr Wunsch ist mein Befehl. Nun gut, ich schätze, wir werden dann einfach hier warten. Sieht so aus, als wären die Fingerabdruckanalyse fertig. Was sagen die Ergebnisse? Was zum... Das sind Florent Lebels Abdrücke, richtig? Das ist absurd! Staatsanwalt Blackwell? Das werde ich nicht mögen, oder? Sagen Sie mir nicht, das sind Tenmataros Abdrücke? Die Fingerabdruckanalyse hat bewiesen, dass die Abdrücke... Phineas Filch gehören. What the fuck? Objection. Einspruch! Warte. Was? Was? Dann war es nicht Mr. Lebel, der die verbotene Kammer betreten hat? Objection. Einspruch! Warum, du trickserischer kleiner Tanuki? Erkläre dich sofort! Sicher, diese Abdrücke sind meine. Ich meine, diese Handcreme gehörte mir von Mr. Lebel. Also sind Sie derjenige, der die verbotene Kammer betreten hat? Also, was wäre denn, hä? Haben Sie ein Problem damit? Sie, dummer kleiner Tanuki. Okay, damit habe ich echt nicht gerechnet. Ruhe! Ruhe! Mr. Justice, möchten Sie uns erklären, was das zu bedeuten hat? Ganz gute Frage. Die Tatsache, dass Mr. Filch in der verbotenen Kammer war... Warten Sie eine Sekunde. Bedeutet das, dass der Tenmataro, der diesen Stab gehalten hat, Phineas Filch war? Schon wieder eine Katze aus dem Sack. Mr. Filch ist Tenmataro? Das verstehe ich nicht. Bedeutet das, Mr. Filch ist der wahre Mörder? Der Zeuge wird sich sofort erklären. Es tut mir so leid, eure Ehrhaftigkeit. Aber ich habe nur das getan, was der Älteste mir gesagt hat. Er wollte, dass ich Tenmataro im Exorzismusritual des Dorfes bin. Oh, Sie meinen dieses Ninetales Vale-Event. Also das waren Sie in diesem Tenmataro-Kostüm. Ja, und nach dem Event bin ich direkt zurückgegangen, um dieses Pro-Wrestling-Fernsehen zu sehen. Aber es hat mich so vor Tränen gelangweilt, dass da die Wrestler nur kleine Ärsche waren.
Amateure und so. Also hat er nicht die ganze Show gesehen. Deswegen habe ich hier das Tenmataro-Kostüm gesehen und hatte eine großartige Idee. Niemand kann sagen, dass ich es bin, während ich es trage. Und wegen diesen Aberglauben, egal was ich tue, die Dorfbewohner würden nichts sagen. Mit anderen Worten, sie haben den Aberglauben ausgenutzt, um sich selbst unsichtbar zu machen. Warum wollten sie überhaupt die verbotene Kammer betreten? Natürlich wegen dem Schatz dort. Ich dachte, das wäre meine große Chance, da mal reinzugehen und es mir zu schnappen. Schätze? Nur, dass das die größte Werde-Reiche und das ganz schnell Chance ist im ganzen Universum. Großpapi hat mir alles darüber erzählt. Er sagt, da wäre ein unglaublicher Schatz drin. Er ist da reingegangen, ohne zu wissen, dass sein Großvater es schon genommen hat? Schätze, das ist eine Geschichte, die nicht von Großpapi zum Enkelsohn weitergegeben wurde. Warten Sie, wie genau sind Sie in die verbotene Kammer gekommen? Da war doch ein Treffen in der Fuchskammer an diesem Tag. Außerdem hat der Bürgermeister den einzigen Schlüssel zur verbotenen Kammer verschluckt. Sie hätten Unmögliches bekommen können. Ich bin durch den Lüftungsschacht im Foyer gegangen. Der Schacht ist direkt links neben dem Bild des Ältesten. Ich bin da einfach schnell mal reingegangen. Um dann den Schacht zu benutzen, um in die verbotene Kammer zu kommen. Sie haben was? Aber wie ist das überhaupt möglich? Warte eine Sekunde. Erinnerst du dich an den Lüftungsschacht in der verbotenen Kammer? Also Mr. Filch hat einen Weg gefunden durch den Schacht. Und so ist er dann von dem Abzug im Foyer in den Abzug der verbotenen Kammer gekommen? Kurz einen Moment. Also unser Tenmataro war niemand anderes als ein Katzendieb. Oder besser gesagt, ein Tanuki-Dieb. Und schon wieder sind wir zurück an den Punkt gekommen, wo wir niemanden des Mordes an den Ältesten beschuldigen können. Sieht so aus, als wäre unser sogenannter Yokai nichts anderes als ein Troublemaker. Sagen Sie mir, Mr. Filch, was haben Sie getan, nachdem Sie zum Foyer geflohen sind? Ich bin schnell aus dem Kostüm gekommen, würde sonst nur Probleme machen. Und wo ist jetzt dieses Kostüm? Wo soll ich das wissen? Nicht meine Schuld, wenn Sie es niemals finden. Die Polizei hat überall gesucht, aber es wurde kein Yokai-Kostüm im Anwesen gefunden. Was, wenn es außerhalb des Anwesens geworfen wurde? Ah! Nee, oder? Aber vielleicht... Vielleicht... Die Verteidigung scheint eine Idee zu haben. Nun, erzählen Sie mal, Mr. Justice. Okay, hier ist, was ich denke. Mr. Filch, sind Sie hier das Kostüm losgeworden? Ja, wo hat Mr. Filch das Kostüm rausgeworfen? Das sehen wir im nächsten Part. Bis dann.